bekommst deine winzigen kleinen Köder einfach nicht weit genug rausgeschmissen? Katastrophe. Dafür gibt es eine Angelmethode und damit kriegst du die winzigsten kleinen Köder meterweit rausgeballert. Also rein ins Spirulino-Angeln, Alten. Richtig, richtig krass. Wir wollen so einen winzigen kleinen 2,5 Gramm Köder mit einer Rute rauswerfen, die ein Wurfgewicht hat ab 15 Gramm. Normalerweise Katastrophe, ihr habt es gerade gesehen. Ich werfe das Ding hier 3,50 Meter weit raus. Gar nicht gute Idee. Deswegen bauen wir das Ganze jetzt um. Wir gehen auf die Spirulino Kunstködermontage. Gibt es übrigens auch als Weichplastik-Jig-Montage. Kann man auch machen. Ist allerdings nochmal vielleicht ein bisschen unpopulärer und schwieriger zu beangeln als die Kunstködermontage. Und deswegen nehmen wir die als erstes, gehen da mal rein. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Spirulino. Und das sind diese, ja, komischen Art Posen sozusagen, die es in drei Variationen gibt. Auch da haben wir wieder das F, ähnlich wie aus den anderen Kunstköder-Videos, also floating, schwimmende Spirulinos. Wir haben dann SS, also sinkende, aber slow, langsam sinkende. Und wir haben die schnell sinkenden, die normal sinkenden Spirulinos. Diese drei Variationen haben wir. Und da müssen wir tatsächlich auch ein bisschen drauf achten, was für ein Verhalten unseres Kunstköders, den wir jetzt verwenden, haben wir denn, wollen wir denn auch erreichen? Und wie und wo führen wir denn diesen Kunstköder? Da müssen wir auch vielleicht manchmal so ein bisschen rumexperimentieren. Grundsätzlich, ich nehme erstmal einen, der liegt jetzt hier so bei 10 oder bei 15 Gramm, sagen wir mal. Das passt doch ganz gut. Passt auch hier in mein Wurfgewicht gut rein. Vorfach passt auch gerade hier. Und dann ballern wir da einfach mal einen passenden Köder drauf. Das ist ja jetzt hier einer der, hoppala, da ist er, der F-Serie sozusagen. Also er schwimmt an der Oberfläche. Gucken wir mal nach einem Popper hier. Topwater Popper. Nehmen wir mal hier den in Rot. So, das sind kleine Popper, die normalerweise nur funktionieren fürs Ultralight-Angeln. Und jetzt guckt euch das an. Ich habe noch nicht mal voll ausgeworfen. Ich bin schon drüben auf der anderen Seite. Also, damit kriegen wir diese ganz kleinen Köder meilenweit raus. Richtig weit raus. Und ich bin hier auch schon im Gieren drin. Das heißt, der Spirulino schwimmt an der Oberfläche. Der Köder schwimmt an der Oberfläche. Und ich ziehe das jetzt mal eben hier rein, dass wir das Teil auch sehen. Komm mal eben ran hier, Alden. So, da kommt er. Also, da sehen wir es. Wir haben jetzt quasi beides hier an der Oberfläche treibend. Und dadurch, dass wir dann eben ziehen, ziehen wir, ich lasse mal ein bisschen Schnur. So, machen wir mal gegen die Strömung. Wir ziehen den jetzt quasi so durch. Und es schwimmt halt eben auch beides an der Oberfläche und wird so mitgezogen. Das ist halt der Vorteil. Das heißt, wir haben einmal das größere Gewicht durch den Spirulino und wir haben den kleinen, zarten Köder hinten dran, der eben nochmal dann eben mit diesem Vorfach verbunden ein bisschen Abstand zu dem Spirulino hat und dadurch dann aber eben schön weit ausgeworfen werden kann und da hinten dann ordentlich lockt das, was er machen soll. Wir können das Ganze natürlich auch noch umbauen. Jetzt nehmen wir mal hier 15 Gramm in langsam sinkend. Dann nehmen wir dann vielleicht mal hier so einen Spinner. Denn die Spinner, die sind ja nicht ganz an der Oberfläche, sondern die sinken ja vielleicht doch so ein bisschen ab. Und dementsprechend nehmen wir dann auch einen, der so ein bisschen unter der Oberfläche langläuft. Also, das heißt, wir nehmen hier jetzt, wie gesagt, den, der halt so knapp unter der Oberfläche langläuft, leicht absinkend. Er soll nicht runterziehen, er soll auch den Spinner nicht die ganze Zeit auf den Grund runterziehen, sondern er soll bloß so im Mittelwasser langgezogen werden. Dadurch, dass man ja auch einkurbelt, ist es ja so, machen wir mal nicht ganz so schnell, ist es ja auch trotzdem so, man zieht ihn ja immer noch so ein bisschen hoch. Das heißt, auch da kann man ruhig mal wieder eine kleine Pause machen.
oder auch relativ langsam einkurbeln. Und auch da kriegt man es so ganz langsam hin, dass in der Mitte immer so ein bisschen Vibration auch noch drin ist. Da achte ich dann auch immer drauf mit dem Spirulino, dass man trotz allem immer noch viel Action auf dem Spinner hat, dass der wirklich dann da ins Trudeln kommt. Dementsprechend dann, wie gesagt, das Tempo immer so ein bisschen anpassen. Da wiggelt er jetzt gerade, genau, auf relativ langsame Geschwindigkeit. Auch da kann man natürlich wieder Variationsmöglichkeiten machen, schnelles Einkurbeln, dann wieder so ein bisschen Pause machen, absinken lassen, wegtreiben lassen und so weiter und so weiter. Es ist wirklich eine Methode, die nochmal mehr Spielereimöglichkeiten irgendwie ermöglicht. Das heißt, wir können das, wie gesagt, hier richtig schön damit abtreiben lassen, das Ganze, also weit wegtreiben lassen, den Köder, und dann auch da wieder schön diese Variationsmöglichkeiten reinbringen. Auch mal, wie gesagt, wieder mehr Pausen mit da reinbringen und so weiter. Also viel, viel Spielerei nochmal mit dem Spiro. Ist das Ganze super populär? Eigentlich weniger, denn wir brauchen an den meisten Gewässern eigentlich gar nicht diese Möglichkeit, so weit auszuwerfen. Ich guck mal. Warte mal, wir haben, glaube ich, noch einen schwereren. 40 Gramm Spirulino. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Schnur drauf habe. Zack, fast da ganz hinten. Halb abgerollt. Also fast 150 Meter jetzt bald ausgeballert. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich kurbel mal eben wieder ein. Ja, und wie soll es auch anders sein? Gerade beim Einkurbeln, wenn man so weit geworfen hat, ballert da auf einmal was rein. Ja, nicht verkehrt. Den nehmen wir natürlich eben mit. Ich laufe aber schon mal hin, weil das ist wirklich noch weit, weit, weit weg. Ei, 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 ei. Aber ja, so soll das, ja. Dafür sind sie ja da, die Spiros. Ja, wie gesagt, es ist eine Angelmethode, die vielleicht auch eigentlich ein bisschen schade. Es ist ja eine Angelmethode, die eigentlich Endgame ist. Also wirklich erst ganz zum Schluss geskillt werden kann in der Kunstköder- oder im Spinning-Bereich. Und dafür, dass sie eben eigentlich High-Level ist, wird sie eigentlich so gut wie gar nicht verwendet, weil es zum einen vielleicht gar nicht notwendig ist, aber auch die Attraktivität für die Fische vielleicht gar nicht so sehr da ist. Dementsprechend kann man das machen. Ich hatte da auch schon öfters mal Skillpunkte rein investiert, habe es dann aber auch immer wieder gelassen. Rabam! Ja, eine schöne Dolly, nehmen wir doch gerne mit. Also, wie gesagt, grundsätzlich, ja, kann man das natürlich gut machen und verwenden, gerade wenn man darauf aus ist, Köder zu verwenden, die auch mal ein bisschen leichter sind. Aber auch da muss man sagen, es sind einige Köder dabei, also es sind schon recht viele, aber doch nicht so viele. Da wäre dann vielleicht noch eine größere Auswahl vielleicht interessanter oder vielleicht ein etwas höheres Wurfgewicht. Ich glaube, wir haben hier so das Cap bei ungefähr 8 Gramm und dann war es das schon. Und es gibt eben auch manchmal Schwierigkeiten, selbst so 12 Gramm Spinner auszuwerfen. Das wäre zum Beispiel jetzt hier für mich ganz interessant. Man hat hier diese große Rute und sowas wie einen 12 Gramm Spinner kriege ich zum Beispiel gar nicht richtig gut ausgeworfen. Damit bin ich aber hier schon wieder gehandicapt, ne? Gucken wir mal eben hier auf 12. 12 Gramm, die funktionieren ja auch immer wieder ganz gut. Und man sieht, das ist das Maximum. Ich komme vielleicht nicht mal bis zur Hälfte. Und zack, super Köder, funktioniert immer wieder gut. Type 1, 12 Gramm. Aber wie gesagt, ich kriege sie in der Regel gar nicht weit genug raus. Und dementsprechend müsste ich mir dann extra eben für diese Köder wieder eine andere Route holen. Auch wenn ich ja theoretisch Spirulino machen könnte, kann ich es halt mit dem Spirulino eigentlich nicht anwenden. Schade eigentlich. Also da fehlt es leider so ein bisschen an Variationsmöglichkeiten. Vielleicht tut sich da ja nochmal irgendwann was im Game, dass das dann doch nochmal interessanter ist. Spirulino, Weichplastikköder, auch ein bisschen tricky. Da kann man dann natürlich sinkende nehmen, die auch ein bisschen schwerer sind. Und dass man dann eben mit dem Spirulino da auch so ein bisschen ins Jiggen kommt. Gucken wir mal, ob wir da was hinkriegen. Aber auch das ist super schwierig, auch sehr, sehr unpopulär, weil es auch einfach nicht so den großen Effekt hat. Ja, eigentlich schade drum, denn Spirulino bietet ja eigentlich echt gute Möglichkeiten,
Auch gerade mit sehr, sehr kleinen Ködern. Und wenn man dann eben halt so ein Endgame-Setup hat, damit schön noch ein bisschen zu spielen. Das war es eigentlich schon zum Spyro. Es gibt eigentlich gar nicht so ganz viel dazu zu sagen. Es sind eben die verschiedenen Spyros, die entscheidend sind. Einmal, wie gesagt, die sinkenden passen dann vielleicht auch eher zum Blinker zu nehmen. Oder wie gesagt, für die Gummifischmontage. Dann die langsam sinkenden eher für die Spinner. Und die Topwater haben dann natürlich auch die schwimmenden, also die schwimmenden Spyros für die Topwater-Köder, damit das auch einigermaßen funktioniert. Ich hoffe, da tut sich irgendwann mal ein bisschen was mit dem Spyro, denn das ist, glaube ich, noch nicht am Ende dessen, was man damit machen kann. Wenn das Ganze trotz allem geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.